Am Freitag müssen sie fertig sein mit dem Aufbau. Dann soll hier am Nachmittag die Eröffnungsfeier stattfinden. Mit so vielen Ständen wie seit 4 Jahren nicht mehr. Personal ist schwer verfügbar und das kriegen wir zurückgespiegelt von den Standbetreibern. Insofern sind wir sehr froh, dass wir die Meile wieder stärken konnten, und um ein tolles Angebot für alle Gäste zu bieten. Das Highlight auf dem Wasser, wie schon im vergangenen Jahr, die WM-Entscheidungen im Segeln. Gleich 4-mal geht es um eine Weltmeisterschaft. Europameisterschaften der Olympiajollen, deutsche Meisterschaften der Drachen und der Seesegler und natürlich Ligasegeln mit dem Finale der Sailing Champions League hier und der ersten und zweiten Segelbundesliga. Auf der Programm-PK haben die Veranstalter dann noch verraten, die Travemünder Woche soll am 30. Juli erneut mit einem Feuerwerk enden.